Auf dem Rückweg stoppte ich noch einmal am Zomtien Beach. Warum? Das erfahrt ihr am Ende des Videos. Heute traute ich mich zum ersten Mal wieder auf mein Motorrad und fuhr die wenigen Kilometer zum nahen Zomtien Beach, der sich nahtlos an den Zomtien Beach anschließt. Der nahe Zomtien Beach ist wesentlich ruhiger als der Zomtien Beach und im ersten Teil des Strandes werden Liegestühle aufgestellt. Weiter hinten ist das fast unmöglich, da der Strand sehr schmal ist und im letzten Teil geht das Wasser bei Flut sogar bis an die Mauern heran. Wie ihr sehen könnt, sehr schmaler Strand, aber meiner Meinung nach sind Strand und Meerwasser hier etwas sauberer als am Zomtien. Außerdem macht es hier wesentlich mehr Spaß, einen Strandspaziergang zu absolvieren. Im Prinzip findet ihr oben alles, was ihr braucht, genau wie am Zomtien Beach. Es gibt kleine Restaurants, Dachküchen, Family Markt, noch ein 11 oder 2-11 und Unterkünfte in jeder Preislage. In den kleinen Seitenstraßen findet ihr jetzt in der Nebensaison bereits Unterkünfte zwischen 4.000 und 5.000 Watt für, naja, sagen wir mal, bewohnbare Unterkünfte. Für 7.000 bis 8.000 Watt bekommt ihr schon eine recht gute Unterkunft mit Flachbildschirm und Wi-Fi. Je weiter ihr euch dem Ende der Beach Road nähert, desto schmäler wird der Strand, wie ihr sehen könnt. Also mit Liegestühlen ist hier nichts oder sich auf eine Matte legen. Aber wie gesagt, das Wasser ist meiner Meinung nach hier sauber, ideal zum Schwimmen. Hier zum Beispiel eine etwas teurere Unterkunft, 700 Watt, auch noch bezahlbar. Da oben hin sind praktisch keine Grenzen gesetzt. Teilweise Übernachtung 2.000 bis 3.000 Watt. Das ist eine der kleinen Seitenstraßen. Wer jeden Abend Party in Pattaya machen möchte, ist hier oben am nahen Zomtien Beach nicht gut aufgehoben. Je höher ihr in der Straße wohnt, desto schwieriger wird es, einen Transport zur Beach Road zu finden. Es gibt teilweise keine Motorbike-Taxis. Und der Rückweg bei Nacht dürfte auch relativ kompliziert werden. Entweder ein Sammeltaxi direkt buchen, was wesentlich teurer ist, oder eines der Taxis in Pattaya nehmen und darauf bestehen, dass der Fahrer das Taxameter einschaltet. Auch hier in der Low Season wenig zu tun. In der Hauptsaison sieht das wesentlich anders aus. Allerdings scheinen auch in diesem Jahr wieder einige Geschäfte hier geschlossen zu haben. Das erste Mal, dass ich wieder zum nahen Zomtien gefahren bin, seit längerer Zeit. Hier eine kleine Garküche und direkt daneben ein hochpreisiges Fischrestaurant. Es gibt hier viele Seafood-Restaurants, in denen fangfrischer Fisch angeboten wird. Das wohl bekannteste und beste ist das, welches ihr am Ende der Straße findet. Dieses hier. Sehr viele Thais lieben es und auch die Phalanx haben es für sich entdeckt. Wenn ihr diese Straße bis zum Ende durchfahrt, kommt ihr an eine T-Kreuzung. Wenn ihr links abbiegt, kommt ihr auf der Sukhumvit Road aus. Wenn ihr rechts abbiegt, kommt ihr zu einem kleinen Fischereihafen. Und den möchte ich euch jetzt gerne zeigen. Wer kein Fahrzeug hat, kann auch hier den Strand entlang laufen und kommt ebenfalls zu dem kleinen Hafen. Aber mit meinem kaputten Bein ist mir das zu stressig. Diese Straße führt zum kleinen Hafen herunter. Seid etwas vorsichtig beim Runtergehen oder beim Fahren. Dort gibt es viele streunende Hunde. Auch hier wieder Fischrestaurants, die allerdings erst am Abend aufmachen oder in den späten Nachmittagsstunden. Die Qualität ist sehr gut
und wird nur fangfrischer Fisch verwendet. Teilweise sieht es nicht sehr einladend aus, aber ist in Ordnung hier. Sollte ja nicht immer alles perfekt sein. Hier die Fischer bei der Arbeit. Boot wird aufgetankt. Hier werden Netze geflickt. Alles ein wenig abenteuerlich hier. Jede Menge Muschelschalen. Hier wird Fisch getrocknet oder Fleisch, keine Ahnung. Die haben schon einige Jahre auf dem Buckel, diese Fischerbötchen. Also was hier an Muschelschalen rumliegt, unglaublich. Na, ich glaube, der ist nicht mehr zu verwerten und auch nicht mehr zu reparieren. Toten Fisch haben sie auch hier rumliegen. Natürlich sind hier abends wesentlich mehr Boote. Die sind momentan zum Fang raus und kommen erst gegen 5 Uhr, 5, halb 6 kommen die zurück. Dass die sich mit den kleinen Booten aufs Meer raus trauen, ist schon bemerkenswert. Da läuft gerade einer mit seinem Kutter ein. Scheint aber nicht viel gefangen zu haben. Wird auch mal weniger, was die aus dem Meer holen. Hier führt ein kleiner Betonsteg wieder zum Strand oder was man so Strand nennt, hier im letzten Teil. Alles ein wenig eng. Da hinten. Und da hinten lauert auch schon wieder ein Hund. Immer schön vorsichtig bleiben. Eine riesige neue Kondoanlage wurde hier gebaut. Und da noch so ein Riesenkasten. Ich möchte nicht wissen, was die Mieten da kosten. Von hier aus noch einmal ein Blick aufs Meer. Heute recht stürmig und sind viele Surfer unterwegs. Ganz im Hintergrund seht ihr Pattaya und wieder Riesentürme, Kondos, Hotels. Zurück am Somtin Beach war ich dann doch einigermaßen überrascht, dass hier die Bäume so radikal gestutzt wurden. Zumal die ganze Beachroad erst vor 2-3 Wochen bis zu diesem Abschnitt neu bepflanzt wurde. Also hier haben sie wieder ganze Arbeit geleistet. Leid tut es mir um die vielen Eichhörnchen, die in den Bäumen hausen. Und jetzt sind die Liegestuhlvermieter damit beschäftigt, Aufräumarbeiten zu leisten. Und wie ihr sehen könnt, die schattenspendenden Bäume wurden radikal beigeschnitten. Ein kleines Stück weiter das gleiche Bild. Dieser Baum hatte eine riesige Krone. Alles weggeholzt. Dabei wurden auch andere Palmen beschädigt. Und hier die neuen Palmen auf der Beach Road. Die ganze Beach Road entlang bis kurz hinter der Zahl 7 wurden neue Palmen und andere Bäume angepflanzt. Sieht wirklich schön aus jetzt.
dem Strand wurden neue Palmen gesetzt und die Liegestuhlbetreiber sind bemüht, ihren jeweiligen Strandabschnitt sauber zu halten. Vielen Dank für euer Interesse an meinen Videos. Falls sie euch gefallen, abonniert bitte meinen Kanal, bewertet sie positiv. Euch alles Gute, bleibt gesund und hoffentlich bis bald auf diesem Kanal.